Hi, ich bin Jette. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Auch herzlich willkommen an alle, die neu auf meinem Kanal sind und ihn abonniert haben. Das freut mich sehr. Herzlich willkommen. Also, ich bin gerade bei meinen Eltern. Wie ihr seht, bin ich nicht in Berlin von meinem normalen Hintergrund. Und ich habe mir halt überlegt, okay, was kann ich hier so filmen? Und eine Sache, die schon ganz, ganz lange auf meiner Liste steht, die ich hier machen möchte, aber wo ich halt nie so richtig die Zeit für hatte, ist ein Kinderzimmer-Makeover. Also ich möchte mein altes Kinderzimmer renovieren und es so auf den neuesten Stand bringen, es halt umstylen, dass es mir halt wieder besser gefällt. Und in diesem Raum hat so mein YouTube-Kanal angefangen. Also vor der Wand habe ich eine ganze Zeit ewig viele DIYs gefilmt. Vor der Wand da drüben habe ich immer meine Videos am Anfang gefilmt, vor acht Jahren. Und als ich dann vor 3 Jahren nach Berlin gezogen bin, um da zu studieren, habe ich eben dann mein ganzes Equipment dahin gebracht. Und seitdem ist dieser Raum halt nicht mehr so richtig genutzt. Und das finde ich voll schade, weil ich eigentlich nur nicht so einen richtigen Rückzugsort mehr hatte. Also ja, deswegen möchte ich diesen Raum mal ein bisschen auf den neuesten Stand bringen. Um das ganze Projekt werde ich eine Videoserie machen. Also das hier ist Part 1. Ich denke, es wird so 3 bis 4 Parts insgesamt geben. Also da habt ihr auf jeden Fall viel Content und ich habe fleißig was zu tun für die nächsten, weiß ich nicht, 2, 3 Wochen. Ich würde sagen, ich zeige euch mal, wie der Raum jetzt gerade aussieht, also als vorher. Und dann erkläre ich euch mal, was ich so vorhabe, was mein Designkonzept ist, was mein Plan ist. Und hoffentlich habt ihr dann ein bisschen besseren Überblick, was ich jetzt genau überhaupt hier vorhabe. Das ist also der Raum, in dem ich aufgewachsen bin. Und das Ganze ist halt sehr vollgestellt. Ich habe halt, als ich ausgezogen bin, alles so gelassen. Und immer wenn ich jetzt hier wiederkomme und halt zu Besuch bin, dann habe ich nicht so einen richtigen Nutzen für die Dinge, die hier noch drin stehen. Und deswegen möchte ich das jetzt hier umstylen. Wenn man reinkommt, ist hier einmal diese Ecke hier. Eine Leiter führt nach oben, denn da oben steht gerade mein Bett. Jedenfalls habe ich hier einen alten Schrank. Da muss ich mal gucken, ob ich den noch irgendwie verwenden kann. Ich möchte auf jeden Fall ein paar meiner Möbel behalten, verwenden, vielleicht streichen. Zum Beispiel möchte ich den Schminktisch hier zu einem Schreibtisch umfunktionieren. Da sind auch super viele alte Sachen noch drauf von den ersten Videos. Also das ist, glaube ich, vom ersten oder zweiten Bildermalen-Video. Hier ist ein altes Objektiv meiner ersten Kamera. Und vor dieser Wand hier habe ich mit 14 oder so meine ersten Videos gefilmt. Und dann neben dem Schminktisch steht ein Sessel, da habe ich auch vor, was draus zu machen. Und dann auf der anderen Seite ist ein Sofa. Das Sofa steht so ein bisschen provisorisch nur da. Da müssten wir mal gucken, ob wir das hier noch irgendwie woanders hinstellen können, weil das ja schon ein sehr großes Möbelstück ist. Aber im Zimmer kann es auf jeden Fall nicht bleiben. Übrigens stand da vorher mein Schreibtisch. Und da habe ich dann auch die Videos irgendwann vor dieser Wand da gedreht. Das Bild kennt ihr auch noch, glaube ich. Ja, und dann ist hier noch eine riesige Kommode. Da sind auch ein paar alte Sachen von mir drin. Also Bücher, die ich früher gelesen habe. Meine Abiturordner. Und sonst ist hier halt wirklich nur so random Zeug drin, das ich absolut nicht mehr gebrauchen kann. Genauso wie ein paar Boxen, die hier einfach super viel Platz wegnehmen. Und bestimmt interessiert euch auch, was hier oben ist. Deswegen gehen wir mal die Leiter hoch. So sieht das Ganze hier oben aus. Ist es schwer zu erkennen, dass rosa meine Lieblingsfarbe war? Ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich auch irgendwie keine Lust mehr auf das Rosa. Und wir haben echt einiges zu tun. Also es wird echt ein Projekt für sich. Ich muss mal gucken, ob hier oben die Wand streiche oder nicht. Mal gucken. Ich glaube, ich werde alles unten in den Raum tun. Vielleicht kann man hier oben noch irgendwie so eine Art Gästeraum draus machen. Mal gucken. Es ist auf jeden Fall einiges zu tun. Aua. Dumme Idee. Bevor ich jetzt irgendwas starte, werde ich zuerst das Zimmer ausmessen, denn das ist der wichtigste Part. Bevor ich jetzt irgendwas bestelle, was viel zu groß ist oder viel zu klein ist. Und auf meinem iPad habe ich hier in Procreate eine Datei angelegt, wo ich jetzt gleich mit dem Stift die Maße dann einzeichne. Und damit ich jetzt alles besser planen kann, habe ich mir zuerst einen Floorplan erstellt. Das ist so eine 2D-Übersicht von oben, wo man genau eben die Maße sieht des Raums und wie der so geschnitten ist. 1:10. Damit ich jetzt einfach viel besser planen kann, was ich wohin stelle und welches Möbelstück wohin ganz gut passt und wohin vielleicht eher nicht so richtig. Das war schlau. Und das Ganze mache ich jetzt nochmal in schön.
alle Möbel, die ich jetzt hier so drin habe, bis auf den Schminktisch und vielleicht dieses ja, kleine Regal, diese kleine Kommode, die ich noch habe, werde ich erstmal rausschmeißen. Also sowohl das Sofa als auch dieser ganz, ganz große Schrank. Da haben meine Geschwister, glaube ich, ganz gute Verwendung für. Und meine Mama wollte das große Sofa sich woanders hinstellen. Ich möchte einfach den Raum mehr nutzen. Und ich glaube, ein Schritt, der mich mehr in diesen Raum bringt, wäre mein Bett. Deswegen kommt das hier nach unten. Als ich ursprünglich hier gewohnt habe und ich noch nicht den Durchbruch nach oben hatte, habe ich auch mein Bett immer hier unten gehabt. Und dann gegenüber von mir, von der Wand, wo meine Tür auch drin ist, da werde ich jetzt, wo die große Kommode ist, eine kleinere Kommode hinstellen. Einfach damit ich darüber noch was hängen kann. Und weil ich jetzt einfach auch nicht so viel Zeug habe und vielleicht, wenn nur für ein bisschen Kleidung was bräuchte oder für irgendwie Kamera-Equipment, wenn ich mal hier was filmen möchte, kann ich das da drin verstauen. Dann ist ja da dieser komische Platz unter der Leiter. Und da steht jetzt gerade dieser kleine Kommodenschrank und da muss ich mal gucken, was ich da hinstelle. Da habe ich noch nicht so richtig viel für geplant. Aber ich glaube, ich könnte vielleicht die Schubladen rausnehmen aus dem jetzigen Schrank und dann hätte ich einfach ein Regal, wo ich vielleicht irgendwie Bücher stapeln kann. Wenn ihr auch ein paar Ideen habt für Sachen, die ich in das Zimmer hier einbauen könnte, dann schreibt mir mal auf jeden Fall einen Kommentar. Dann steht da der Schminktisch und da habe ich auch schon vorhin erwähnt, dass ich daraus gerne einen Schreibtisch machen möchte, sodass ich auch in diesem Zimmer dann mal meine Videos schneiden kann oder vielleicht auch mal was filmen kann. Also da brauche ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Platz und das ist auch ein Grund, warum ich diesen Raum nie benutzt habe, weil ich einfach keinen Arbeitsplatz hatte. Was haben wir denn noch? Den Sessel. Genau. Bei dem Sessel, da habe ich Lust, den zu färben oder irgendeinen DIY damit zu machen. Also den werde ich behalten. Aber das wird ein cooles Upcycling-DIY. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Ich hoffe, mein Plan geht auf. Die einzige Sache, bei der ich mir noch uneinig bin, ist, ob ich das Bett entweder so hinstelle, also dahin, oder ob ich es so hinstelle, wie das Sofa jetzt steht. Der Schreibtisch könnte nämlich dann an der Wand hier stehen. Und da muss ich mich noch entscheiden. Da bin ich mir noch nicht sicher. Ihr könnt mir mal schreiben, was ihr besser findet. Das Bett auf diese Seite oder auf die andere Seite. Das hier wäre dann Seite 1 und das wäre Seite 2. Let me know, was ihr denkt. Jetzt kommen wir zum groben Moodboard. Was genau für Sachen möchte ich denn hier reinstellen und was für Farben finde ich jetzt gut? Denn wenn man ein Konzept hat, dann ist es auch viel einfacher, irgendwie Möbel zu finden, die gut dazu passen oder vielleicht Wandbilder oder Deko. Und das habe ich gemacht und zwar an meinem iPad. Da habe ich mir dann verschiedenste Farbkombinationen mal angeguckt und geschaut, was ich am besten mag. Und ich bin rausgekommen bei sehr warmen Farben, bei so einem ja, Terrakotta-Rot und vielleicht einem leichten Beige-Ton, dann kombiniert wieder mit so ein paar ja, bläulich-lila Tönen, also so ein bisschen in die Richtung soll es gehen. Ich will was Einladendes, etwas, was ruhig ist, ein schönes Gefühl in einem auslöst und für mich sind das einfach warme Farben. Was die Wandfarbe angeht, ich glaube, ich werde alles komplett weiß streichen. Ich glaube, das passt am besten zum Raum. Und wenn dann irgendwann mal was anderes hier passiert, wenn mal irgendwie das zu einem anderen Raum wird, dann ist es auf jeden Fall auch einfacher, mit Weiß zu arbeiten, als mit irgendwie einer beigen Wand oder einer blauen Wand oder sowas. Aber eventuell werde ich ein bisschen was an die Wand malen, aber das ist auch noch nicht so richtig, I don't know. Das stellt sich noch raus. Bei der Möbelsuche habe ich ein paar sehr, sehr coole Sachen gefunden. Und zwar ist das erste ein Teppich. Ein Teppich, den werde ich hier unter das Bett stellen. Und so habe ich dann auch mal ein bisschen was Gemütlicheres in dem Raum drin. Der ist auch weiß, also hat keine irgendwie dolle Farbe oder so. Und darüber kommt dann mein Bett. Das Bett werde ich einfach von oben nehmen. Auch da habe ich noch ein kleines DIY, was ich plane. Und zwar so ein Headboard. Mal gucken, ob ich das irgendwie selber machen kann. Ist auf jeden Fall eine Challenge. Dann habe ich eine kleine Kommode gefunden, die vom Platz her perfekt dahin passt. Also wo der jetzige große Schrank jetzt steht. Das sind auch die einzigen Möbelstücke, die ich tatsächlich neu bestellt habe. Meine Möbel haben Goldakzente. Und auch dazu passend habe ich dann sowas wie goldene Kerzenhalter bestellt. Oder zum Beispiel eine Buchstütze in einem grauen Ton. Dann habe ich einen Spiegel bestellt in einer runden Form, eben als Kontrast zu der eckigen Kommode. Und auch bei der Deko kommt da mein Farbkonzept viel mehr rein. Also ich habe alles wirklich sehr aufs Farbkonzept reduziert. Und zwar habe ich eine Decke gefunden in so einer schönen Zederfarbe. Passend dazu sowas wie ein Bilderrahmen oder auch Kissen. Dann habe ich immer geguckt, dass ich so ein paar Texturen habe, die interessant sind. Also zum Beispiel eine Vase, die irgendwie cool geformt ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf eure Ideen, auf euer Feedback und freue mich jetzt
jetzt ja die nächste Zeit, hier richtig kreativ zu werden. Und im nächsten Video werdet ihr dann sehen, wie ich das Ganze hier entrümple und wie ich es streiche. Also wir brauchen einen Blank Canvas, eine leere Leinwand, und die werde ich dann im nächsten Video irgendwie hierher zaubern. Das wird so verdammt viel Arbeit. Ich habe gar keinen Bock drauf, aber lohnt sich schon. Deswegen ja, abonniert gerne, wenn ihr das sehen wollt. Meinen Kanal, die Glocke aktivieren, nicht vergessen, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Einen Daumen hoch auch nicht vergessen, das unterstützt mich immer riesig. Und dann sehen wir uns auch hoffentlich nächsten Samstag. Bis dann. Tschüss!